Hallo, Gras, hi, willkommen zurück zu Spyro, Year of the Dragon aus der Reignited Trilogy und ein frohes, neues, glückliches, gesundes, neues Jahr wünsche ich dir. Meine Pause, also ich wollte eigentlich im Voraus aufnehmen, hat nicht ganz so geklappt und mein Päuschen hat sich ein bisschen in den Januar reingeschoben, aber jetzt bin ich wieder am Start, wir machen heute den Boss, ja, den Boss, ja, Spyro wird jetzt nicht mehr täglich kommen, das schaffe ich mit meiner anderen Selbstständigkeit und den anderen Dingen, die ich so zu tun habe, nicht jeden Tag mehr als ein Video rauszuhauen. Außer heute Final Fantasy und Spyro, weil ich eine längere Pause hatte, aber ansonsten gehen wir dann im Wechsel vor ein Tag Final Fantasy, beziehungsweise ein anderes Projekt. Ein Tag Spyro. So, los geht's. Ich kann jetzt zum Boss, ne? Der Kreisel ist bereit, dich mitzunehmen. Spring an Bord. Okay. Ist vielleicht eine schlechte Idee, nach einer längeren Pause direkt, Abendsee. Direkt einen Bosskampf zu machen? Aber was soll ich tun? Ich habe keine andere Möglichkeit, als in Spikes Arena zu gehen. Im Original war der ziemlich happig. Mal sehen, wie es hier abläuft. Falls der endlose Ladescreen mal weitergeht. Du dummes, unfähiges, nutzloses Ding! Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du versagst! Auf Kinder kann man sich einfach nicht verlassen. Aber... Vergiss die ganze Sache. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser Eier. Ohne Drachen schwindet die Magie in dieser Welt dahin. Ohne Magie sterbe ich. Und damit stirbt auch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte Zauberin ihre Gegner besiegt. Befreit mich aus diesem Käfig, ihr fiesen Schurken! Willst du Drache zum Mittagessen? Wenn ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran! Queen K. Rool, oder? Hi. Meine taktischen Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abwerfen. Jetzt kämpf für die gerechte Sache. Meine taktischen Instinkte, sehr schön. Schöne Arena hast du. Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay. Jetzt kann ich sie... Nee, ich kann sie trotzdem nicht drehen. Nee, die ist auf ihn gerichtet. Die ist und bleibt auf ihn gerichtet. Nee. Hilfe. Man kann sie nicht drehen. Überhaupt nicht. Vielleicht hörst du es. Ich versuche es. Es geht nicht. Schade. Ich wollte mir deine Arena ein bisschen angucken. Oh mein Gott. Bitte nicht aus der Arena rennen. Das wäre ganz zauberhaft. Oh. Oh, jetzt kommen auch noch... Ah, ich erinnere mich. Ja, da bin ich immer schön reingerannt. Damals. Lässt du das bitte? Oh. Nein. Aua. Das wollte ich. So, hier schön den Flammenwerfer rausholen. Oh. Sollte gehen. Au! Siehst du? Das meine ich. Voll reingerannt. Oh mein Gott. Hui! Ah, Mist. Eins, zwei. Ja. Oh, das nehme ich. Das auch. Hier. Tschüss. Okay. Eins, zwei.
3 sind es jetzt. Okay. Was macht das jetzt? Warte. Geht weg. Oh, ach so, ein Geschoss ist das. Okay. Verstanden. Au. Hier ist ein Hühnchen. Ah! Sparks, könntest du den auch... Oder hat er ihn gegessen, den Schmetterling? Was? Das war's? Warum ist das so einfach? Okay. Monique! Du siehst aber sehr männlich aus. Aus. Das heißt ja nichts. Vielleicht ist er trans. Ist doch egal. So, 100% abgeschlossen. Oh, hallo. Könntest du bitte ohne Bugs in dieses Fliegeding? Jedenfalls Moral von der Geschichte. Sei einfach du selbst. Was? Es ist noch morgens. Ich bin vielleicht etwas durch. Wie immer. Du kennst das ja mittlerweile. Hey, das war der Boss. Der furchtbar, furchterregende, angsteinflößende Boss. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen. Ja, wir kommen jetzt in eine wunderschöne neue Welt mit ganz vielen neuen Leveln und ich freue mich. Wie immer. Spyro, das ist ernst. Die Zauberin will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaubt mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Mittlerweile hat sie selbst Angst vor der Zauberin. Ei. Nix gut. Okay, eine neue Welt. Ja, schön. So, ich habe schon in etlichen Videos gesehen, wie etwas, was hier drin ist, im See hier, total verbuggt ist. Ich hoffe, dass das bei uns nicht der Fall sein wird. So, mit dieser Rakete kommen wir in die nächste Welt, wenn es dann soweit ist. Oh, ein Fröschchen kann ich gebrauchen. Oh, guck dir mal den Turm an. Voll hübsch. Ich muss sagen, ich hab's vermisst, Spyro zu spielen. Da ist eine Leiter. Okay. Und es gibt Unterwasserlevel. Das fand ich damals schon sehr beeindruckend. So. Ach ja, hier könnte ich auch noch... Ja. Ich flieg erstmal hier ran. Hep. Ah, und hier ist das Sparks-Level. Ah, apropos Sparks-Level. Hier ist das Sparks-Level versteckt. Und wir können jetzt das in der vorigen Welt machen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, erstmal... schauen wir uns hier ein bisschen um. Holen uns erstmal das Ei hier. Die Hanna. Hallo, Hanna. Ja! Ei Nummer 73. Ui! Oh, ist das schön! Boah, das sieht richtig cool aus. Das schauen wir uns gleich noch genauer an, wie das unten aussieht. Oh, toll. Toll! Da unten ist ein lilaner Schlitz. Da muss ich gleich hin. So. Hier haben wir ein Power-Up. Hallo, Spyro. Dieses Power-Up kann dich für kurze Zeit unbesiegbar machen. Nutze es, um an den Feuerspuckern vorbeizukommen. Danach wirst du ein Ei finden. Yay! Kannst du mir nicht einfach das Ei bringen? Nein? Okay. Dann nicht. Hallo, Stuart. Ha! Wunderbar. Das war es dann auch schon hier. Guck mal, darüber kann ich noch. Alle hopp. Hier gibt es ein Leben. Also hier gibt es echt eine Menge zu entdecken. Alle hopp. So.
Einmal hoch hier. So. Und da haben wir auch schon das nächste Ei. Ted! Hallo, Ted. Ich klinge heute zum Teil, wenn ich lache, etwas größenwahnsinnig. Das, ich weiß doch auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, springen wir mal. Ach nee, hier ist die Rakete. Ha. Rakete. So, Hello. Hello. Ach ja, hier gibt es ja auch noch Schätze überall. Stimmt ja. So, ich hatte was von dem Schlitz. Ach, guck mal. Von dem Schlitz erzählt eigentlich. Ah, hier geht's auch einmal durch. Ui. Oh, Froschi. Sieht so hübsch aus. Hier sind zwei Level, die sich gegenüberstehen quasi. Ich möchte erstmal, ne? Sammeln, sammeln, sammeln. Und sammeln. Wo ist denn unser Kumpel hier? Ne? Hallo, Kumpel. Nein, ich möchte noch nicht zu dir. Da ist er. Er hat eine Badehose an. Ich raste aus. Kollege, ey. Der Kollege mit der Badehose. Ich suche gerade noch den Schlitz. Diese eine Stelle. Da ist sie. Bam. Hallo, Ei. Stubi. Ich meine, es gibt eine Trophäe, wenn man nicht vom Wal gefressen wird. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich muss doch da rein. In den kleinen Wal. Den kleinen vor allem. Kann ich hier noch so? Nö. Oh, hier geht's zu einem Level, das ich ganz toll finde, weil es da einen ganz bestimmten Drachen gibt. Ja. Aber alles zu seiner Zeit, Leute. Alles zu seiner Zeit. So, dieser Level-Eingang ist doch mal, ne? Richtig, richtig schick. So. Ah, wir sammeln weiter, weiter, weiter. Na, guck mal. Wal. Hallo. Das ist Bernd, okay? Hallo, Bernd. Na? Nicht buggen. Bitte nicht buggen. Ich will nur Schätze sammeln. Ja? Nur Schätze sammeln. Ich nur putzen. Mache alles sauber von Schätzen. Guck mal, er macht schon den Mund auf. Hallo. Ich mag deine Badehose. Da ist er wieder zu. Hallo. Ich mag ihn. So, wir haben ja aber noch nicht alle Schätze, ne? Kamera. Kamera, da sind noch Krüge. So. Und noch einer. Wo komme ich denn hier hin? Ah, guck mal. Der fehlte noch zu unserer glücklichen Runde hier. Ups, warte. Erst den Krug hier. So, und dann rein. Hallo. Die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinoxe nötig, um diesen dümmlichen Fellball einzufangen. Also kannst du sicher sein, dass er nicht billig rauskommt. Du bist dümmlich!
Oh, haben wir aber gerade noch so, ne? Mhm. Woher hast du all das Geld, Spyro? Es liegt nicht einfach auf dem Boden rum, oder? Nein. Oder doch? Nein. Ach, egal, jetzt ist es meins. Ja, der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. Das hätte ich gern gesehen. Noch einmal mehr? Mindestens. Yeah! Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Sehr gern. Aber nicht heute. Beim nächsten Mal. Okay? Okay. Okay. Beim nächsten Mal machen wir dann erst das Level. Dann gehen wir zurück in die alte Welt, machen das Sparks-Level und die Level, die man mit ihm noch machen kann. Das ist der Plan. ja, jetzt wollte ich mich erstmal darum kümmern, die restlichen Schätze zu finden. Das war's. Okay. So. Und dann die restlichen Eier. Dann gehen wir doch mal zum Wal. Bernd! Bernd! Ah! Schön. Jona! Genau. 5 von 5 Eiern. So, diese Welt ist komplett. Einmal wieder raus. Nein, ich möchte nicht nochmal. Danke. Hey, aber er hat nicht rumgewackt. Juhu, yay. Ja. Meine Pläne für nächstes Mal habe ich schon, ja, verlauten lassen. Deswegen machen wir hier für heute Schluss. Und beim nächsten Mal geht's dann mit benannten Dingen. Oh, Froschi. Froschi. Mit benannten Dingen weiter. Ne? Boah. Diese Frösche. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Rechts findest du die Playlist zu diesem Projekt und hier unten links kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich sehr auf Kommentare und bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!